Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne. Herzlich willkommen zu diesem Deep Talk, zum Update 093. Und diesmal ist der Uwe wieder mit dabei, der das letzte Mal ja so ein bisschen gefehlt hat. Hallo Uwe. Hallo und herzlich willkommen. Wir bringen euch auf den aktuellen Stand, was ab Donnerstag hier Fakt ist. Genau. 9. April, 7 bis 10 Uhr, also 3 Stunden Server Downtime, 1,2 GB Update Größe. Und ihr könnt das Ding schon vorladen, wie immer über diese, na, wie nennt sich das, Game Center. Ja. Game Client, genau. Game Center, genau. Und da kriegt er alles zusammen. Genau, was kriegen wir? Wir kriegen endlich alle europäischen Zerstörer, nun also auch Tier 9 und Tier 10, die Östergötland, ich hoffe, das heißt auch so, und die Holland. Ja, wobei die Östergötland, die konnte man jetzt schon im Vorabzugang bekommen sogar. Diesmal richtig, war Tier 9 richtig, mit dabei. Diesmal war es ja Tier 9, genau, aber der T10er fehlte uns und natürlich noch die 234. Ja, genau. Klaas Horn und Romulus und Tatra und die Hallern, die kommen jetzt dazu. Die ganze Geschichte ist schnell erzählt. Die paneuropäischen Zerstörer, ihr wisst, superschnelle Torpedos, wenig Schaden, kein Nebel dabei, gute defensive Flakfeuer, so eine Sachen. Das will ich jetzt gar nicht wieder alles hier aufwärmen, würde ich sagen, sondern wir machen gleich mit dem weiter, worauf ihr euch bestimmt schon lange gefreut habt. Es gibt nämlich mal wieder einen Feldzug. Ich glaube, das ist der nächste Feldzug seit Weihnachten 2018. Da hatten wir doch damals die Geschichte mit dem... Mit Stahl. Ja, mit Stahl und diese Stahlkampagne. Ja. So, den gibt es also auch nur für 6 Monate. Hat man aber genügend Zeit, das zu machen, weil man kann ja Aufträge doppelt machen und dann kriegt man trotzdem die Sternchen. Es gibt 5 Aufträge und den ersten quasi gibt es direkt nach dem Update. Ja, es gibt wie immer zwischendurch einige Belohnungen, aber die Abschlussbelohnung ist, glaube ich, das, worauf die meisten scharf sind. Und das ist in dem Fall ein Kapitän. Jerzy Swirsky, ein heroischer Kapitän, der real existiert hat. Gut, mit diesen Fähigkeiten sicherlich nicht, also, aber er ist auf jeden Fall ein typischer DD-Kapitän, kann man von vornherein sagen. Er passt optimal auf die europäischen Zerstörer durch den Nachladebeschleunigung sozusagen, wenn man 8 Treffer gemacht hat. Das kann auch mehrfach in einem Gefecht proggen. Das heißt, wenn ihr 16 Treffer macht, bekommt ihr 10% Nachladebeschleunigung von den Torpedos. Bei der Luftverteidigung seid ihr besonders stark. Wenn ihr 20 Flugzeuge abgeschossen habt, bekommt ihr einmalig in einem Gefecht 10% mehr Schaden dazu. Adrenalinrausch ist auch ein sehr sinnvoller Skill für die Idees bei den Paneuropäern. Naja, und dann hat übliche farbige Granaten, so ein Signal, so ein Silvesterknaller, sage ich jetzt einfach mal, und eine nette große Signalflagge sozusagen, ne? Ein Hinweis noch, es ist ein europäischer, also ein paneuropäischer Kapitän, dementsprechend auch nur für diese Schiffe nutzbar. Und es wird geplant, falls man jetzt gerade nicht spielen kann oder so weiter, es wird ihn ungefähr ein halbes Jahr nach Ende des Feldzugs, wird er auch in der Waffenkammer gegen Kohle verfügbar sein. Aber es gibt noch eine dritte Möglichkeit, ihn zu bekommen. Und da kommen wir zu den Zufallspaketen. Genau, denn ihr werdet in der Waffenkammer wieder Zufallspakete bekommen und die sind dann im Austausch für 500 Dublonen erhältlich und da kann man dann verschiedene Pakete zusammen sich quasi würfeln lassen, ist ja LNG-lastig. Da kann der Jerzy Swirsky und hier unser Gregor B-Punkt-Kapitän dann dabei sein. In einem Paket kriegt man dann beide, also... Ich habe es ja in einem Vorschauvideo mal komplett ausgesprochen, den Kapitän. Ich will mich jetzt hier nicht blamieren. Ich habe da nämlich vorher für geübt. Ich habe es ein paar Mal probiert und krieg's nicht hin. Ein Hinweis noch, hier ist Jerzy Swirsky mit 14 Fähigkeitenpunkten verfügbar. Während man ihn über den Feldzug bekommt, man ihn nur mit 10 Fertigkeitspunkten. Also ne, wird ein bisschen so unter dem Motto, vielleicht lohnt es sich ja doch ein paar Dublonen auszugeben. Wenn man Dublonen ausgibt, kriegt ihr eben 4 Punkte mehr, das ist ja quasi euer Bonus sozusagen. Genau. Ja, und wenn man Signalflaggen braucht, weiß ich jetzt nicht, müsst ihr selber entscheiden. Ich meine, das lohnt sich sicherlich für den einen oder anderen, der vielleicht ein paar Dublonen übrig hat, denn es gibt ja dann auch hier noch ein paar Änderungen bei der Optik, da kommen wir aber später noch dazu, warum jetzt die Signalflaggen gerade besonders wichtig werden in World of Warships.
Genau. Und weil wir gerade bei Belohnungen oder Boni sind, es wird wieder tägliche Lieferungen geben, also quasi tägliche Geschenke. Und zwar vom 9. bis zum 30. April erhaltet ihr jeweils, wenn ihr euch einloggt, insgesamt 10 Belohnungen. Ihr habt 14 Tage quasi dafür Zeit für 10 Belohnungen, also 10-mal einloggen, und da gibt es halt sowas wie Dublonen, wie EC-Tarnungen und ja, 2-mal Dublonen sogar, wie ich sehe. Genau, ist mal was Besonderes, und wie Uwe gerade schon sagte, ihr könnt 4 Tage auslassen und kriegt trotzdem alle Bonis. Einen Punkt möchte ich gerade noch erwähnen, weil ich das gerade eben jetzt auch erst sehe, obwohl wir es vorhin schon durchgesprochen haben hier. 7500 Dublonen bekommt ihr, solltet ihr den Swirsky aus den Zufallspaketen ziehen und dann oben aus dem Feldzug auch nochmal erspielen. Ne? Mhm. Dann bekommt ihr 7500 Dublonen erstattet, wenn man dazu sagen möchte. Ist das umgekehrt auch so? Davon aus, wenn ich wenn ganz man ehrlich den, bin. Wenn man den Feldzug durchspielt und ihn hat und dann erst die Pakete öffnet? Dann muss der Feldzug ganz schnell durchgespielt werden. Ja. Ich denke mal, die Aufgaben sind relativ anstrengend, vermute ich jetzt mal. Hier steht ja, das Einzige, was wir sagen können, ist, was hier steht. Ne? Falls ihr Jerzy Swirsky bereits besitzt und ihn erneut genau. bekommen solltet, erhaltet ihr stattdessen eine Vergütung von 1500 Dublonen. Muss man sehen, sage ich jetzt einfach mal. Ich ja. denke schon, dass das auch andersrum funktioniert. Oder ich hoffe ja. das zumindest. Macht vielleicht Sinn, wenn man sowieso sagt, ich hole ihn mir gegen Dublonen, dann kriege ich noch den anderen Captain dazu, jede Menge Signale und so weiter. Und dann spielt man hinterher in Ruhe über 6 Monate seinen Feldzug und kriegt dann nochmal 7500 Dublonen. Auch kein schlechter Deal, sage ich mal. Relativiert sich dann wieder so ein bisschen. Ja. Hängt, ist natürlich Glückssache, wann man ihn bekommt, falls man so ein Zufallspaket öffnen möchte. Ja, ganz genau. Ja, und dann geht's eigentlich ja schon weiter, ne? Wir haben ja Clangefechte. Weg des Kriegers heißt die Season dann jetzt. Und ja, vom 15. April bis zum 8. Juni geht diese Clan-War-Saison. Stufe 10, 7 gegen 7, 11.000 Stahl sind möglich. Diverse Karten sind da wieder mit dabei. Keine Zyklone, die diesmal erscheinen können, wie beim letzten Mal. Und diesmal sind es eben auch Flugzeugträger, die eine Rolle bei den Clangefechten spielen. Also eine ja, deutlich zunehmende Dynamik in diesen Fechten sehr wahrscheinlich zu erwarten. Und aber dafür gibt es halt keine kostenlose Umskillung mehr. Ne? Das hatten wir ja das letzte Mal schon erwähnt. Dadurch, dass jetzt Flugzeugträger drin sind, sagt Wargaming, ja, braucht man seine Schiffe nicht mehr umskillen. Bisher war es ja so, am Anfang konnte man eine Aufgabe machen, dann konnte man seine Captains umskillen umsonst. Das gibt es halt ab sofort nicht mehr. Ja, ganz genau. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das eben erwähnen. Und nachdem wir Clangefechte haben, haben wir dann natürlich auch wieder mal einen gewerteten Sprint mit dabei. Und zwar vom 29. April bis zum 11. Mai. 12 gegen 12, Schiffe der Stufe 9 bis 10. Und auch hier gibt es wieder diesen Wettrüsten-Modus. Das heißt, ihr müsst wieder diese Bubbles da reinfahren. Da kriegt ihr einen Boni auf die Nachladezeit, auf die Reparaturmannschaft oder allgemein Reparatur von Trefferpunkten, also eine ganze Geschichten sind da eben möglich. Also ich persönlich finde den Wettrüstenmodus ja eigentlich immer ganz spannend. Ja, der ist lustig, auf jeden Fall. Ist ein bisschen Abwechslung, und ich denke mal, da gibt es auch nochmal einen ganz ausführlichen Artikel vorher dazu, genauso wie zu Clan Wars auch. Aber was man hier noch sagen kann, ist, es gibt auf jeden Fall wieder Divisionsfahrten, die in dem gewerteten Sprint mit dabei sind. Ihr könnt in 2 Divisionen antreten, das hatte ich schon vorher gelesen. Das ist sehr cool. Ja. So, wir ändern noch ein bisschen was. Das haben wir beim letzten Mal, glaube ich, im Deep Talk auch schon erwähnt, aber jetzt ist es soweit, und zwar die Beschränkungen für die Signale werden teilweise zumindest aufgehoben. Das heißt, ihr habt die 8 Standard-Kampfsignale, das bleibt auch dabei, aber ansonsten könnt ihr so viele zusätzliche ökonomische und Spezialsignale anbringen, wie ihr denn wollt und wie es vielleicht auch Sinn macht. Genau. Also im unteren Bereich, alles, was ökonomisch ist und alles, was so Spezialsignale sind, kann man unendlich raufschmeißen, was jetzt gerade geht, sozusagen. Und oben müsst ihr euch von 8 von 12 8 Signale von 12 Kampfsignalen aussuchen. Ja. Das ist ja wie bisher auch. Wargaming hat es dann noch ein bisschen einfacher gemacht, und es gibt jetzt halt eine Möglichkeit, dass ihr einen einzigen Klick macht, alle empfohlenen für ein bestimmtes Schiff effektivsten Signale sofort anzubringen. Dann braucht ihr die nicht alle durchklicken. Ihr könnt es aber auch einzeln machen, so wie ihr es wollt. Beide Möglichkeiten gibt es.
Genau so ist es. Also ich halte das für eine sehr sinnvolle Sache. Auf dem Testserver hat das eine Menge Spaß gemacht, sodass man einfach durch die Schiffe geht und sagt, hier, ich möchte alle empfohlenen Signale mounten und zack, hat man sie drauf. Das sind dann auch mal so 6, 7, je nach Schiffstyp, den ihr da gerade habt. Naja, es ist vor allem für Leute, die zum Beispiel im Forschungsbüro ihre Schiffe zurückgesetzt haben, jetzt wieder hochspielen und so weiter. Mhm. Man kann natürlich viel, viel mehr dabei rausholen, EP, Kapitäns-EP etc., wenn man da mehr Signale raussetzt. Also ganz schöne Sache eigentlich. Genau. Und dann gibt es noch eine Sache, und zwar im Forschungsbaum, wo wir eben gerade bei Forschungsbüro waren. Und zwar wird es in Zukunft zusätzliche Informationen im Forschungsbaum für euch geben. Ihr werdet dann so Ausrufezeichen vorfinden. Ich gucke jetzt gerade mal. Genau, hier ist es nämlich so markiert. Ja, da könnt ihr ganz genau sehen, welche Besonderheiten diese Schiffsklasse hat oder diese Art von Schiffen für diese Nation. So muss man das am besten ausdrücken. Ihr seht dann wirklich auch immer diese Unterschiede und könntet ganz toll oder auf jeden Fall besser als vorher miteinander vergleichen. Und ihr könnt halt auch sehen, was die negativen Teile dieser Schiffe sind, ne? Also wie jetzt zum Beispiel hier bei den britischen Kreuzern von der Stufe 3 bis zur Stufe 7. Reparaturmannschaft ist dabei, aber es gibt eine wirklich niedrige Anzahl oder niedrige Panzerung, eine schlechte Panzerung. Oder man kann eben nur AP-Granaten benutzen. Das sind rote Punkte, also negativ. Grüne Punkte sind dann dementsprechend positiv. Ja, das ist vor allem für alle, die noch nicht so lange spielen und sich das mal anschauen wollen, in welche Richtung forsche ich oder sowas, ist das natürlich sehr interessant, dass sie da einfach vorab Informationen auch schon bekommen können. Ja, finde ich auch. Also das macht es auf jeden Fall noch mal ein bisschen verständlicher für viele Neueinsteiger. Und dann geht es schon weiter mit Verbesserungen oder Änderungen am Matchmaker. Und wir hatten ja vor kurzer Zeit schon ein Video zu dem Update 003 vom PTS gemacht, wo man einen Teil dieser Sachen sehen konnte. Und ich habe jetzt hier nochmal die Tabelle vorbereitet. Und zwar wird der Matchmaker quasi andere Regeln bekommen, so leicht veränderte Regeln. Prinzipiell soll die Anzahl an Flugzeugträgergefechten in einem Gefecht reduziert werden, also wo mehrere Flugzeugträger dabei sind. Aber ja, auf T10 wird es quasi gar nicht mehr möglich sein, da zwei Träger dabei sind. Aber mit der Zeit, also umso länger ihr in der Warteschleife seid, desto weicher werden die Regeln, wenn man dazu sagen möchte. Ne? Wenn wir auf T5 hier einmal gucken, dann haben wir ein Carrier, 5 Schlachtschiffe, bis zu 5 Zerstörer, bis zu 12 Kreuzer und bis zu 7 T5 Schiffe. Es sei denn, ihr seid in einem Kampf, wo sowieso nur auf T5 gefahren wird. Ne? Das ist dann Ursprungseinstellung, und wenn ihr 1,5 Minuten gewartet habt, dann wird es halt ein bisschen aufgeweicht. Es können bis zu 6 Schlachtschiffe, bis zu 5 Zerstörer, bis zu 12 Kreuzer sein. Die Anzahl der Schiffe, die verändert sich nicht, also ihr könnt maximal 12 Schiffe als Gegner haben. Es geht nur quasi um einen Pool, ja, wenn man das sagen möchte, wie viele Schiffe wovon dabei sein können. Ja, und Kreuzer füllen das halt immer auf, darum sind es immer die 12. Ja. Und so geht es halt nach den 3 Minuten weiter, und auch bei T10-Gefechten seid ihr in Zukunft kein einzelnes T8-Schiff mehr, was da gegen andere kämpft. Das ist ja jetzt schon nicht mehr so. Aber in Zukunft gibt es auch halt diese Regel, dass ihr mindestens 3 T8-Schiffe seid, wenn es denn kein einheitlicher Kampf ist. Ja, also kein reiner T10-Kampf. Ja. Ist vielleicht auch nochmal ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Finde ich prinzipiell cool, dass sie diese Sache halt auch weiter vorangehen. Und das ist jetzt, wenn man jetzt zusammenfasst, der zweite Schritt in Sachen Matchmaker. Es gab eine Matchmaker-Änderung in Update 087, bin ich der Meinung. Da gab es die ersten Änderungen mit dieser Nachvollziehbarkeit. Die letzten 20 Gefechte werden betrachtet und 60% davon seid ihr quasi Mid-Tier oder High-Tier und anderen 40% seid ihr Low-Tier. Ja, das ist hier eine zusätzliche Erweiterung beim Matchmaking. Und eine dritte Etappe wird noch kommen, die jetzt aber noch nicht groß angekündigt ist. Das Matchmaking noch mal besser machen soll für alle Spieler, und da werden wir uns dann einfach mal überraschen lassen und das dann wieder prüfen, ob das denn der Fall ist. Genau, ein Satz noch dazu, es wird weniger Gefechte mit 2 Flugzeugträgern geben und es wird überhaupt keine Gefechte mehr mit 3 Trägern geben, was man ja bisher auf den niedrigstufigen schon durchaus ab und zu mal hatte. Auch das ist, glaube ich, ganz interessant, ja. Und freut vor allem die DD-Fahrer. Ja, genau. Und dann sind wir schon bei der Waffenkammer angekommen, denn da tut sich ja auch einiges in diesem Update, wenn man dazu sagen möchte. Und zwar werden die einzigartigen Verbesserungen jetzt mit diesem Update dann in der Waffenkammer verfügbar gemacht werden. Ihr müsst 19.200 Forschungspunkte haben, um euch eine bestimmte Verbesserung
dann eben zu gönnen, eine einzigartige Verbesserung. Und damit wird es jetzt quasi möglich, dass man mit einem T6-Schiff, mindestens zum Teil, ja, eine T10 einzigartige Verbesserung arbeitet, sozusagen. Man resettet den Baum und müsste dann wieder nach oben fahren, um die Forschungspunkte zu bekommen. Und das mindestens zweimal, wenn gerechnet hat. Entweder zweimal, weil man ja 10.000 Punkte bekommt, pro einmal wieder hochforschen, oder man achtet halt darauf, dass man genau das dann macht, wenn es die doppelte Variante gibt, also 20.000. Aber das ist dann trotzdem für eine einzige Verbesserung, ist das schon einen einzigen Baum dann auch einmal wieder hochzufahren, ist schon ganz schön happig, muss ich sagen. Ja, ich finde es halt, ich verstehe zwar, was World of Warships damit erreichen möchte, und zwar mehr Spieler auch mal wieder in den unteren Bereich der Stufen bringen, aber ich finde es halt irgendwie kontraproduktiv, dass ich mich hochfahre zu einem T10-Schiff und musste dann wieder, also ich muss ja mindestens zwei T10-Bäume haben, oder waren es sogar drei, um dann resetten zu können. Also das ist irgendwie so, ich bin froh, dass ich ein T10-Schiff habe, um dann aber die legendären Verbesserungen zu bekommen oder einzigartigen Verbesserungen, muss ich es wieder abgeben. Das ist irgendwie, das fühlt sich nicht richtig an, keine Ahnung. Nee, es fühlt sich sehr, sehr teuer an und naja. Gut, aber trotzdem, wir sind hier nur die Verkünder, nicht die Verursacher, insofern. Genau. Ab dem nächsten Update, ab 095, gibt es dann auch noch etliche Veränderungen an den Verbesserungen, aber dazu dann beim nächsten Mal mehr. Das ist beim übernächsten Update. Wir haben 093. Übernächsten. Ja, ja, ist sogar übernächste. Ich bin schon bei 0. Genau. Meiner Zeit. Also ab Mitte Juni könnte das erwarten, wahrscheinlich. Aber es gibt Schiffe, und zwar im Bereich der Waffenkammer. Für den Bereich Ressourcen gibt es einmal die Marblehead, die ist ja schon ein paar Tage älter, und auch die Anshan. Aber es gibt auch ein niegelnagelneues Schiff. Alle drei Schiffe, die da kommen, werden gegen Kohle erhältlich sein, ins Spiel gebracht. Und es gibt die, jetzt lass mich raten, wie man sie richtig, Marceau? Ja, Marceau ist richtig. Ja. Ich glaube auch. Also so wurde mir das jetzt auch beigepoolt. Also wieder ein Zerstörer. Momentan gibt es ja fast nur Zerstörer im Spiel. Und die Marceau, ein T10 französischer Zerstörer, wird es dann für 236.000 Kohle geben. Ja, also ein spannendes Teil. Super schnell, angelehnt an die Kleber. Quasi, das ist eigentlich so eine Art Kleber, bevor sie genervt wurde. Ja, da könnte man sagen, dafür ist sie für Kohle zu erhalten. Also könnt ihr euch damit mal bekannt machen. Wir haben sie in den ein oder anderen Livestream hier auf dem Kanal schon gefahren und hatten da durchaus auch ein bisschen Spaß mit, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl mir die französischen Ideen jetzt nicht so liegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist nicht so mein Spielstil. Na, den fehlt einfach, also meines Erachtens Nebel, aber ich bin ja nun wirklich kein DD-Fahrer insofern. Aber ich habe sie auch schon im Spiel mal gesehen, als sie noch im Test war. Gleichzeitig, neue Schiffe kommen rein. Gleichzeitig, auch das ist schon bekannt, verschwinden Schiffe, das hatten wir das letzte Mal auch schon erwähnt. Die Smolensk, die Jombar, die Neustrashimi, die Flint und die Black gibt es nicht mehr in der Waffenkammer. Die drei davon, nämlich die Neustrashimi, die Flint und die Black, werden frühestens in 6 Monaten und dann auch gegen Kohle wieder mal verfügbar sein. Die Smolensk und Jombar, ob wir die jemals wiedersehen werden, wissen wir nicht. Die sind also erstmal raus. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das dann so Schiffe sein werden wie die Mystery oder die Belfast, die man dann nur noch über besondere Container bekommt, also zu Weihnachten über CC-Container. Genau, genau. Aber es gibt noch ein neues Schiff, das allerdings erst ab Ende April, welche Überraschung, ein Zerstörer. Genau, ein paneuropäischer Zerstörer auf der Stufe 8 mit Radar. Ja, der hat super viel Spaß gemacht, ist eine Anlehnung an die Lightning, mit aber nur einem Torpedowerfer, wenn man so sagen möchte. Und also der Aufbau und so weiter ist eigentlich komplett gleich. Fand ich sehr, sehr spaßig, mit dem Ding unterwegs zu sein. 7,5 Kilometer Radar ist da dabei gewesen. Ich weiß gar nicht, was da noch alles dabei war. Aber auf jeden Fall, ja, ein Gun-DD, ne? Ein paneuropäischer Gun-DD, muss man ganz klar sagen. Genau. Mehr Türme, eine relativ kurze Nachladezeit für die Stufe und so eine ganzen Geschichten. Ein Hinweis noch zu Jambar, ganz kurz. Und zwar, die Jambar verschwindet auch aus dem Wargaming Premium Store. Ne? Genau. Ganz, ganz wichtig, das ist nicht nur in der Waffenkammer im Spiel so, sondern ihr könnt die Jambar ab Donnerstag, den 9.4. nicht mehr käuflich erwerben. Also auch nicht für harte Euronen. Ne? Für den Fall, dass es da noch irgendwelche Gedankenspiele gab, dann kaufe ich es mir halt für Geld oder so. Das ist dann auch nicht mehr. Jetzt so.
Und noch ein Wort zu dem Zerstörer. Den Namen haben wir eben gar nicht erwähnt. Das ist die Orkan. Ich kann mich erinnern, dass du sie im Test hattest und ich fand sie von der Optik richtig genial. Ob ich sie fahren wollen würde, weiß ich nicht. Also die Orkan, aber die halt wirklich erst ab Ende April. So, es gibt aber noch weitere Änderungen bei einigen Schiffen. Oh, Game Balance, ne? Also ganz viel hatten wir schon in unseren Ausblick-Videos von berichtet. Hier Orion, Hawkins, Atlanta, Jutland. Da wird zum Beispiel ein bisschen was verändert, Uwe, bei der Jutland. Genau, ja. Die Ladezeit der Hauptbatterie wird von 4,1 auf 4,2 erhöht. Das heißt, sie wird nicht mehr ganz so schnell schießen. Auch die Ladezeit der Torpedowerfer ist um 2 Sekunden erhöht. Aber das ist, ja, gut, es macht im Einzelnen schon was aus. Auch bei der Daring wurde es ein bisschen nach oben geschraubt. Es gibt Änderungen bei der Hakuryu. Der Höchstschaden, die Brandwahrscheinlichkeit einer Rakete ändert sich bei der Colbert. Und dann, wie hast du vorhin so schön gesagt, kommen wir zur neuen Tirpitz. Genau, die Kremlin ist die neue Tirpitz, weil die Kremlin wird schon wirklich genervt. Kann man nicht anders sagen. Ja, also das ist jetzt, glaube ich, der 4. oder 5. Nerf in Folge. Es gab einen Sigma-Nerf, es gab einen Flak-Nerf, es gab jetzt wieder einen Flak-Nerf und ja, es wird noch ein bisschen weitergehen, vermute ich jetzt mal. Ich glaube, Sigma-Nerf gab es inzwischen schon 2-mal. Ja, also das ist... den Granaten-Nerf gab es auch noch. Der Alpha-Damage der Granaten wurde auch noch verändert. Also sind schon so ein paar Sachen, die bei der Kreml so aufploppen. Entspricht am Ende auch so ein bisschen dem ein oder anderen Bild. Ne? Russische Schiffe kommen erstmal gut, sehr, sehr gut ins Spiel, werden dann angepasst an die Spiel, an die Daten. Und andere Schiffe kommen eher schwach ins Spiel und werden dann gebufft. Apropos Buff, wir haben aber nicht nur Nerfs, wir haben auch Buffs. Und zwar unter anderem für die Pensacola, die New Orleans und die York. Für alle drei gilt, die Panzerungsstärke der Schiffsenden, also ne, nur der N, wird von 16 auf 25 mm erhöht. Zumindest haben sie dadurch einen stabilen Hintern. Naja, wo Enden gibt es ja 2 Stück, ne? Vorne und hinten. Ja, okay. Ah, ich dachte, die meinen das nur auf der Seite. Und, ne, ja, okay. Aber hier war auf dem PTS war es so, dass auch vorne die 25 mm waren. Also vermute ich, dass sie das einfach enden. Ist ja eine Mehrzahl. Also ich denke, sie meinen vorne und hinten. Ja, ist eine Menge. Ist wie bei der Wurst. Ja, ist eine Menge. 16 auf 25 16,25 wird auch den Kreuzer York jetzt als Beispiel definitiv in die Lage versetzen, 356 mm Kaliber AP-Granaten abprallen zu lassen, wenn er denn richtig angestellt ist. Und das war hier eben vorher nicht der Fall. Das finde ich persönlich schon ganz gut. Gegen HE von britischen Schlachtschiffen sieht das natürlich weiterhin schlecht aus, aber... Nichtsdestotrotz, ich denke, das ist eine sinnvolle Geschichte. Und auch, was man noch erwähnen möchte, ist, die Sichtweite wurde für alle Flugzeuge von 18 auf 17 Kilometer verringert. Das heißt, die entdecken euch nicht mehr so weit. Ne? Die können nur noch 17 Kilometer weit gucken. Und ja, das heißt... Freuen sich die DDs gleich nochmal. Ja, das ist so... wichtig ist, wenn ihr auf 17,1 Kilometer von dem Flugzeug entfernt seid und das Flugzeug die einzige feindliche Einheit in der Nähe ist, dann würdet ihr halt nicht mehr aufgehen. In der Vergangenheit war es eben so, dass ihr noch aufgegangen seid. Ne? Dann wart ihr nämlich bis 18, war ja die Sichtweite der Flugzeuge bis 18 Kilometer. Genau. Jetzt ist das so auf jeden Fall verringert. Lass uns weitermachen. Wir haben noch 1, 2, 3 Punkte. Und zwar als nächstes kommen wir zu den allgemeinen Ergänzungen und Änderungen. Und da hattest du ja was mit den Torpedomodulen. Das kannst du, glaube ich, aber besser erklären als ich. Ja, also die paneuropäischen Zerstörer bekommen jetzt ab der Stufe 5 zusätzliche Forschungsmodule bei den Torpedowerfern. Aktuell ist es ja noch so, dass die paneuropäischen Zerstörer nur ein einziges Torpedomodul haben. Und in Zukunft wird es eben so sein, dass quasi immer das bessere, also das Modul, was jetzt vorhanden ist, das bessere Modul sein wird und das Basismodul, das jeweils vorherige, das Modul quasi der vorherigen Stufe ersetzt wird, da das erforschbare Modul. Das heißt also, das erforschte T5-Modul, Torpedowerfer, ist dann die Basis des Basismoduls auf der Stufe 6 und so weiter und so weiter. Ne? Also man hat quasi nochmal zusätzliche Torpedo-Forschungsmodule hinzugefügt.
So, zusätzlich gibt es dann permanente Tarnungen und Aufnäher für einige Schiffe. Da gibt es aber ein Event und da wird es auch Infos noch zu einem späteren Zeitpunkt geben. Betrifft unter anderem Alabama, Texas, Duke of York und so weiter. So, Alliierter eben, ne? Genau. Und es kommt etwas zurück. Wir haben wieder ein Unternehmen. Genau, Operation Narei wird wieder in die Rotation aufgenommen und da werden jetzt oder wurden jetzt die Fehler eben behoben hier mit dem Autopilotensystem. Dann gibt es wieder was zu berichten, dass ja, ich Schiffe bekomme und da muss man auch ganz klar sagen, ehrlich gesagt weiß ich nicht, inwiefern ich euch diese Schiffe noch zeigen kann in Zukunft, da es in diesem Bereich Überarbeitung gibt von den Richtlinien von Wargaming, Schiffe gezeigt werden dürfen. Da gibt es ganz bestimmte Gründe zu. Aktuell fehlen mir noch die Richtlinien genauen, aber sobald ich da neue Daten und Informationen habe, würde ich dazu auch mal einen Informationsbericht für euch machen, damit ihr wisst, warum bestimmte Sachen vielleicht in Zukunft nicht mehr zu sehen sind, wie sie in der Vergangenheit zu sehen waren. Oder. Ich will da jetzt noch nicht zu weit ausholen. Das kann, ist alles noch Work in Progress, aber ich kann durchaus sein, dass ich euch in den Livestreams halt zum Beispiel die Impero, wo ich mich besonders drauf freue, quasi die Roma mit SAP-Granaten oder hier eben auch die Champagner und so, halt nicht so direkt zeigen kann, das gerne machen würde. Genau, also wenn der Andi demnächst in den Livestreams nur noch T1 bis T3 fahren darf, dann nicht wundern, wir erklären euch dann auch, warum das so ist. Genau. So, es gibt noch ein bisschen was an Änderungen und zwar mit im Bereich Ökonomie, wie sie so schön sagen. Auch da haben sie ein bisschen was verändert, ne? Mit den Kreditpunkten, die man bekommt, mit den Erfahrungspunkten, die man bekommt, wenn man Unternehmen fährt. Also da wird immer weiter dran gebastelt. Genau, und dann gibt es noch jede Menge sonstige Veränderungen und Verbesserungen, die hauptsächlich bis auf ein, zwei Punkte optischer und kleine Fehlerbehebungen sind. Aber es gibt etwas, das habe ich zuerst falsch verstanden, deshalb diesmal nochmal richtig, und zwar die Belohnungen für die Kampfaufträge mit einzigartigen Verbesserungen. Da habt ihr ja zwischendurch schon mal 75 Mal Reparaturmannschaft und ähnliche Sachen bekommen quasi. Und statt der Verbrauchsmaterialien erhaltet ihr nun 1,125 Millionen Kreditpunkte. Das sind die Kosten für die 50 Verbrauchsmaterialien, die man bisher bekommen hat. Den einen freut es, den anderen ärgert es. Allen kann man es eh nie recht machen, sage ich mal. Das betrifft aber jetzt nicht die einzigartige Verbesserung. Das heißt, Nein, nur die Verbrauchsmaterialien, die man auf dem Wege dahin bekommt. Weil ich habe zuerst verstanden, oh, die Verbesserung gibt es nicht mehr, es gibt nur noch Geld dafür. Nein, so ist es nicht. Diejenigen, die ihre Aufgabe jetzt angefangen haben, also quasi bis gestern oder bis Mittwochabend, ja, bis zum 8.4. diese Aufgabe anfangen in ihrem T10-Schiff, die behalten diese Aufgabe auch bis zum Jahresende und können noch das legendäre Modul über diese Aufgabe bis Jahresende erfahren. Alle anderen, die quasi ab dem 9.4. die T10-Schiff bekommen, die werden nur noch die Möglichkeit haben, über die Waffenkammer, eben wie wir für euch vorhin vorgestellt haben, für die 19.200 Forschungspunkte mit Modul bekommen. Es gibt noch ein, zwei Sachen, und zwar eine falsche Feuerreichweite für die Sekundärbatterien wurde jetzt repariert auf der Skyshire und auf der Albemarle. Von 3 auf 5 Kilometer wurde die Secondary, wenn man dann auf so einem Kreuzer Secondary spielen möchte, immerhin erhöht. Und es wurde noch ein Fehler behoben, und zwar die Erkennbarkeitsreichweite war falsch berechnet, nachdem man auf ein paar Schiffe Hauptbatteriegeschütze abgefeuert hatte. Das betraf zum Beispiel die Ohio Lion, Conqueror und so weiter. Auch das soll jetzt behoben sein. Ich würde sagen, das waren so die großen Punkte. Ja, würde ich auch sagen. Und dann bleibt uns eigentlich nur zu sagen, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, oder wir hoffen, warum sage ich immer ich? Wir hoffen, dass wir euch wieder vernünftig informieren konnten und ihr jetzt bestens vorbereitet in das Update 093 eintauchen könnt. Drei. Genau, ich hatte auch gerade schon 4 auf der Zunge. Dass ihr da vernünftig vorbereitet reinkommt und dann, ja, Uwe. Ladet euch bitte, bitte, bitte über den Game Client das Ganze voraus, damit ihr am Donnerstag dann, ihr wisst ja, wie das ist mit den Servern, Never Play on a Patch Day und so weiter. Ladet es euch voraus, dann habt ihr am Donnerstag weniger Schwierigkeiten. Und ansonsten wünschen wir euch einfach ganz viel Spaß und sagen bis zum nächsten Mal beim nächsten Deep Talk. So ist es. Ciao, ciao.